Willkommen zurück zum Beginn einer neuen Formel 1 2019 Karriere und zwar mit dem Ferrari. Wir sehen es oben eingeblendet. Saison 2, Runde 1. Ab heute geht es mal wieder los. Im verbitterten Schlagabtausch gegen die KI auf, alle festhalten, Ultimativ 107 in Klammern noch. Falls sich jetzt der eine oder andere fragen sollte, warum Ultimativ 107... Ganz einfach, am Ende der letzten Saison mit dem McLaren haben wir auf Ultimativ 107 richtig auf den Sack gekriegt. Und da ich jetzt überhaupt nicht einschätzen kann, wie das Leistungsniveau zu Beginn dieser zweiten Saison hier mit dem Ferrari sein wird, habe ich mir gedacht, belässt du es erstmal sicherheitshalber alles so, wie es zum Ende der letzten Saison gewesen ist, denn dann kann man wirklich ganz genau vergleichen, okay, hat sich was durch den Wechsel getan, ist das Fahrzeug wirklich massig schneller geworden, können wir besser mit der KI mithalten? Und das sind alles so Fragen, die jetzt hier beim großen Preis von Melbourne, dem ersten Rennen der zweiten Saison mit dem Ferrari, definitiv beantwortet werden. Um vielleicht an dieser Stelle des Videos auch nochmal ein paar Worte zum Saisonfinale in Abu Dhabi letztes Mal mit dem McLaren zu verlieren, was ich euch jetzt oben rechts in der Infokarte nochmal verlinkt habe. Da würde ich euch auf jeden Fall raten, da auf jeden Fall reinzuschauen, denn das war auch ein ziemlich cooles Rennen. Und ja, dieses Video hat nochmal ganze 270 Daumen nach oben erreicht und das ist wirklich richtig nice, nochmal ein richtig gutes Ergebnis zum Abschluss dieser ersten Karriere und ich hoffe natürlich, dass das hier mit der neuen Karriere mit Ferrari genauso weitergeht. So, falls ihr meinen Saisonauftakt in meiner neuen Liga, der TSR, gesehen haben solltet, da war natürlich auch der große Preis von Australien dran. Da werdet ihr wissen, dass ich ja hier auf dieser Strecke noch ziemlich gut eingefahren bin, beziehungsweise ja, aufgrund des Ergebnisses im Ligarennen kann man nicht unbedingt davon ausgehen, aber ja, wenn ihr gesehen habt, was da vorgefallen ist, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch alles ein bisschen besser einordnen können. Und ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, falls ihr mein Ligarennen noch nicht gesehen haben solltet, dann habe ich euch das jetzt oben rechts auch nochmal in der Infokarte verlinkt. Wie gesagt, wer da im Online-Multiplayer auch gerne mal zuschauen will, das sind wirklich richtig spannende und interessante Rennen meiner Meinung nach. Und das zeigen auch immer wieder extrem viele Kommentare und super viele positive Bewertungen. Und wie gesagt, wer da Interesse hat, gerne mal reinschauen. So, jetzt sehen wir aber Qualifying. Wie immer, es gibt ein dreiteiliges Qualifying hier auch in der zweiten Saison dieser Karriere. Q1, Q2, Q3. Wir haben den Sprung in Q3 geschafft, was ja, ehrlich gesagt auch Standard gewesen wäre normalerweise, denn mit dem Ferrari sollte man das eigentlich hinbekommen, wobei wir zu Beginn beim Leistungsvergleich der Fahrzeuge gesehen haben, dass Ferrari nicht in allen Bereichen auf einem Top-Niveau ist. Ja, wir haben gesehen, Leistungsvergleich der Fahrzeuge, da ist Ferrari momentan auf Platz 3 und ich sag mal, das ist natürlich nicht schlecht, ja, das ist ein gutes Gesamtpaket, nur es ist halt immer noch nicht das Beste und das muss man halt auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich enttäuschend gewesen, hier mit dem Ferrari beim Saisonauftakt nicht in Q3 zu kommen und wir sehen, unsere fliegende Runde in Q3 reicht für eine 1:19.5. Und das ist auf jeden Fall eine richtig ordentliche Runde gewesen. Am Ende nochmal ganz knapp an der Wand vorbeigeschrappt. Und wir sehen es, am Ende reicht es für die erste Pole Position hier in Melbourne. Und ganze 13 Sekunden vor Sebastian Vettel. Also daran sehen wir mindestens mal, dass der Ferrari vielleicht doch ein bisschen besser ist, als der Leistungsvergleich der Fahrzeuge das vielleicht vermuten lassen würde. Denn da stand ja, wir wären momentan auf dem dritten Platz. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem großen Preis von Melbourne. Wir sehen Sebastian Vettel auf der rechten Seite, hat einen unglaublich guten Start, steckt da direkt den Ferrari vorbei und geht auch vorbei. Und dadurch verlieren wir direkt eine Position am Start. Wir kriegen Druck von hinten von Gasly und dem McLaren. Den Angriff können wir hier aber mit einem späten Bremsmanöver erst einmal nochmal abwehren. So, was ich aber gerade sagen wollte, Leistungsvergleich der Fahrzeuge hat vielleicht nicht die volle Wahrheit gesprochen. Ja, wir sehen beide Ferrari auf P1 und P2 gewesen. Deutet darauf hin, dass der Ferrari doch stärker ist, als er zu sein scheint. Und da habe ich dann schon so gemerkt, okay, vielleicht ja, reicht an der Stelle Ultimativ 107 dann vielleicht doch nicht mehr aus. Und hätte vielleicht hier in Melbourne vielleicht mal ja, Ultimativ 110 machen können. Aber wie gesagt, es war halt hier erstmal sozusagen ein Testversuch und jetzt habe ich gewisse Erkenntnisse gewonnen, zumindest im Qualifying. Wie es im Rennen aussehen wird, das sehen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt und ja, wir sehen, wir sind momentan immer noch auf P2, eine Position direkt am Start verloren, aber interessant wird es zu sehen sein, ob wir jetzt halt die Speed von Vettel mitgehen können, also ob wir quasi die Pace vom zweiten Ferrari, vom Teamkollegen sozusagen matchen können, wie man im Englischen ja immer sagt. Und ja, dann wird sich entscheiden, ob das hier und heute vielleicht was wird mit dem Sieg oder vielleicht auch nicht. Ja, es kann natürlich auch sein, dass von hinten die
KI näher kommt, aber wie gesagt, das werden wir jetzt im Laufe des Rennens sehen. Was wir jetzt hier zu Beginn von Runde 2 schon sehen können, der Vettel, der hat den Abstand jetzt schon wesentlich ausbauen können, ja, also das sind jetzt schon Augenmaß geschätzt 1,5 Sekunden, würde ich jetzt sogar sagen. Wir schauen gleich mal auf die Sektorenmessung. Also Vettel hier zu Beginn des Rennens auf jeden Fall der schnellere Mann, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und wir sehen es 1,8 Sekunden sogar, wenn ich das gerade richtig erkenne, oder 1,6. Ist gerade so klein, ich kann es nicht gut erkennen. Wir springen mal zur Runde 6 von 29. Wir sehen, an der Situation hat sich nicht viel verändert, außer der Tatsache, dass Vettel immer noch weiter weggekommen ist. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt des Rennens liegt der Abstand bei circa 3 Sekunden. Das werden wir jetzt aber auch mal an der Sektorenmessung sehen. Und wir sehen oben links, 3,6 Sekunden sind es sogar. Ja, also wir sehen, Vettel hat absolut auf Ultraflamme gemacht und ist jetzt hier 3,6 Sekunden weggezogen. Und ja, dann dachte ich mir so, oh, okay, krass, ne? Das ist schon eine ziemlich ordentliche Pace, denn ich habe wirklich nicht gechillt hier in dem Rennen. Ich habe versucht, Gas zu geben, zu pushen, wie im Ligarennen. Und ich habe hier auch meines Wissens nach exakt das gleiche Setup aufgezogen wie im Ligarennen. Und da ich gemerkt habe, das bringt irgendwie nichts, ja, du kommst nicht näher ran, der Vettel zieht immer weiter weg, habe ich mir überlegt, du musst irgendetwas Antizyklisches probieren, um den Vettel hier irgendwie angreifen zu können, ja, und habe mich dann dafür entschieden, von der normalen Einstopp-Strategie auf die potenzielle Zweistopp-Strategie zu wechseln, während wir hier gerade mal kurz die Linie leicht überfahren, haben wir direkt eine Verwarnung dafür gekriegt. In der realen Formel 1 wäre das eine, ja, eine Drive-Thru-Penalty, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, erstmal hier ein richtig kranker Undercut, ja, in Runde 6 an die Boxengasse gegangen. Wie gesagt, einfach, ja, ist natürlich auch ein bisschen mit Risiko verbunden, denn ich meine, man fährt ja immer noch ein Rennen gegen die anderen Leute, gegen die anderen Fahrer. Aber wenn man halt merkt, okay, du kommst irgendwie nicht an deinen Kontrahenten ran, der zieht dir einfach weg und hinter dir ist halt auch eine Lücke, dann, ja, kannst du natürlich auch mal ein kleines Risiko eingehen und mal gucken, ja, hey, was passiert denn hier, wenn du jetzt hier wirklich eine komplett andere Strategie auf einmal fährst, ja. Und wie gesagt, das ist jetzt natürlich extrem interessant, denn alle Fahrzeuge vor uns waren logischerweise noch nicht an der Boxengasse. Wir sind jetzt hier auf den Mediums. Und es ist natürlich hier und heute ein 50% Grand Prix. Okay, was heißt natürlich? In der letzten Zeit habe ich auch immer mal wieder 25% Grand Prix eingeworfen. Ich werde das in dieser Saison auf jeden Fall mit einem ziemlich gesunden Wechsel handhaben, ja, immer mal wieder, wie ich gerade Bock habe auf das Rennen. Und wir sehen, Safety Car geht raus, also da gab es einen Ausfall und wir haben gesehen, Lewis Hamilton ist der Leidtragende und da kommt das Safety Car, ja, ganze 3 Runden raus, nachdem wir in die Boxengasse gegangen sind. Und das ist natürlich jetzt, ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eher schlecht ist. Denn so gesehen haben die ganzen anderen Fahrer, die jetzt an der Boxengasse gewesen sind, sozusagen einen einigermaßen freien Boxenstopp, ja, können also in die Boxengasse gehen, ohne viel Zeit zu verlieren und sich dann einfach in der Safety-Car-Schlange wieder einreihen. Und wir haben jetzt, ja, schon, ja, 3-4 Runden alte Reifen und, ja, das ist natürlich nicht gerade positiv zu bewerten im Vergleich, im direkten Vergleich zur Konkurrenz. Nichtsdestotrotz, jetzt sehen wir, Restart ist wieder am Start und wir sehen, der Raikön hat komplett verpennt, also der Abstand hinter uns ist wirklich gigantisch. Fast eine Sekunde, vor uns nur eine halbe Sekunde zum Kevin Magnussen. Und mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht für das nächste Rennen mal wieder die Fahrertext einstellen, das ist ja immer noch so, wie ich im Ligarennen gefahren bin. Wobei ich natürlich hier im Karrieremodus mehr oder weniger die gleichen Probleme habe mit der Findung der Bremspunkte, ja, deswegen, also, seht es mir nach, ich meine, oben links sieht man ja auch, wer gerade vor uns ist und deswegen sollte das nicht das große Problem sein. Jetzt sehen wir aber hier den Magnussen, der parkt hier absolut den Bus. Da müssen wir jetzt definitiv vorbeikommen, denn ansonsten wird es hier ganz, ganz schwierig, mit den abgenutzten Mediums dann noch wirklich ranzukommen. Denn wir sehen, Magnussen und der Kollege davor, der Renault, die waren noch nicht an der Boxengasse, logischerweise. Denn das wäre wirklich extrem überraschend. Jetzt durch die Links-Rechts-Passage und auch hier Magnussen. Also theoretisch könnten wir da viel, viel schneller nur hier in Melbourne überholen. Das ist halt immer so eine Sache. So, Windschatten, Magnussen fährt Kampflinie, rechte Seite. Können wir immer noch nicht den Move machen. Und wir sehen, wir sind auf 132, 133 Grad. Und jetzt geht er rein, Herr Magnussen. Also auch wieder so eine KI-Logik, ja. An seiner Stelle wäre ich doch auch einfach während der Safety-Car-Phase in die Boxengasse gegangen, ja.
So gesehen bringt das einfach gar nichts, meiner Meinung nach. Und ja, nichtsdestotrotz, wir sind da, wo wir nach dem Start, nach dem verlorenen Start auch gewesen sind, nämlich auf der zweiten Position. Was wir allerdings sehen können, der Vettel ist auf die Harten gegangen. Das ist, ich weiß nicht, das ist nicht mal so klar, ja. Ich meine, er hätte auch auf die Mediums gehen können, hat sich aber für die Harten entschieden. Das ist auf jeden Fall ziemlich spannend, denn wir sehen Runde 13, jetzt Runde 16 von 29. Wir sind näher rangekommen an den Kollegen Vettel. Und obwohl die Medium-Reifen ein bisschen mehr abgenutzt sind als die harten Reifen und sich wahrscheinlich im Laufe der vergangenen Rennzeit natürlich auch ein bisschen mehr abgenutzt haben als die harten Reifen, können wir trotzdem näher rankommen an den Kollegen Sebastian Vettel. Und ja, wer weiß, wenn wir jetzt hier wirklich in Schlagdistanz kommen und dann vielleicht noch einen Gap aufbauen können, dann könnte das vielleicht gegen Ende des Rennens, wenn wir dann nochmal an die Boxengasse gehen sollten, was zu diesem Zeitpunkt natürlich der Plan ist, dann gegen Ende des Rennens nochmal einen Angriff setzen. Nur dafür müsste man jetzt halt ziemlich zügig vorbeikommen, um dann halt einen kleinen Abstand rauszufahren. Ansonsten wird das alles nichts. So, Runde 17 von 29. Wir sehen, Vettel ist näher gekommen. Ja, wir sehen den Ferrari jetzt schon fast in vollem Umfang. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, ja, denn ich habe mir so gedacht, okay, Vettel ist zu Beginn des Rennens so eine kranke Speed gefahren, ja, ich dachte mir so, okay, du hast direkt verloren, ja, keine Chance gegen so einen kranken Vettel, aber wir sehen hier, die alten Mediums, die scheinen wirklich besser zu sein als die etwas frischeren harten, und das ist eine Tatsache, die mich halt extrem überrascht hat, aber wie ich eben schon gesagt habe, wir müssen halt erstmal hier jetzt vorbeikommen, wir haben Runde 18 von 29, theoretisch ist gleich schon das Boxenstoppfenster angesagt, um dann nochmal auf die Softreifen zu gehen. Theoretisch müsste man jetzt halt nochmal auf die Mediums gehen, um halt diese 11 Runden dann nochmal damit zu fahren. Aber wenn man jetzt halt an die Boxengasse gehen würde, dann wäre es eigentlich klar, okay, du wirst es definitiv nicht schaffen, ja? Weil wenn man jetzt an die Boxengasse geht, verlierst du wieder, keine Ahnung, sag ich jetzt einfach mal, 22 Sekunden. Und ja, wie willst du innerhalb von 11 Runden oder 10 Runden, wie willst du da 22 Sekunden aufholen? Ja, das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, selbst mit frischen Mediums. So, jetzt sind wir auf jeden Fall direkt in Schlagdistanz, wie wir gerade sehen können. Auf jeden Fall DRS-Fenster. DRS wird jetzt gleich zur Verfügung stehen. Vielleicht reicht es dann ja schon für einen Angriff. Das wäre schön jetzt hier mit einem guten Exit. Aber der Exit, der ist nicht so toll, wie man sich das hätte wünschen können. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Wir haben gerade gehört, we're approaching the pit window. Bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich an die Boxengasse gehen, um dann halt auf die Soft zu gehen. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, würde jetzt zu diesem Zeitpunkt des Rennens wenig Sinn machen. Wie wir jetzt auch schon ein paar Mal rechts unten an der Anzeige gesehen haben, die Reifennutzung, die ist noch nicht so krass, ja? Also momentan geht das eigentlich noch mit den Reifen. Und wenn man das mal so hochrechnen würde, dann könnte das vielleicht bis zum Ende der Renndistanz reichen. Wir sehen Vettel jetzt hier auf die Ideallinie gehen. Wir versuchen es hier auf der Außenseite mit einem späten Bremsmanöver. Und es reicht für den Move. Extrem überraschend hier auf der Außenseite. Schauen wir uns das nochmal aus der Sicht von Sebastian Vettel an, ja? Wir sehen, da wird er überrascht von diesem Geschwindigkeitsüberschuss auf der linken Seite, wirklich ganz sauber, feinsäuberlich, perfekt eigentlich vorbeigegangen, ohne Berührung, ohne gar nichts. Und das war wirklich ein ziemlich nices Manöver. Und wie wir gerade oben rechts sehen können, Runde 26 von 29, wir sehen, wir sind auf 65% hinten links, ja, und wir haben noch 3 Runden auf der Uhr. Also wenn man das jetzt mal so hochrechnet, allein wenn man jetzt nur jede Runde 5% Reifennutzung hätte, dann würde man gerade mal auf 75% kommen. Und das ist so gerade an der Schwelle zum Platzen der Reifen. Und deswegen war es meiner Meinung nach genau die richtige Entscheidung, hier einfach, ja, mutig zu sein und die Strategie zu fahren, die normalerweise zu Beginn des Rennens keiner für möglich gehalten hätte. Nämlich hier einfach auf den Mediums durchzufahren. Denn alles andere würde jetzt in Runde 27 halt absolut keinen Sinn mehr machen. Ja, da kann man jetzt lieber die letzten zwei Runden nochmal so ein bisschen auf die Reifenabnutzung achten und dann könnte das vielleicht reichen am Ende des Rennens.
Auf der anderen Seite, wenn jetzt der Reifen platzt oder irgendein Reifen platzt, dann ist man natürlich, ja, der verhasste Typ, sag ich mal. Aber wir sehen, wir sind auf 73%, also genauso, ungefähr genau das, was ich eben gesagt habe. Circa 5% Abnutze pro Runde. Wenn wir jetzt die Runde hier zu Ende fahren, dann sind wir garantiert auf 75%. Deswegen müssen wir jetzt nochmal richtig aufpassen hier mit dem Reifenverschleiß. Schön in den Kurven auf Mager stellen, auf ERS-Einsatz kein, um die Reifen so wenig wie möglich zu belasten. Nur auf der anderen Seite haben wir immer noch den Vettel hinter uns, der natürlich Druck macht. Und das könnte jetzt hier auf den letzten paar Kilometern dieses großen Preises von Melbourne nochmal richtig kritisch werden. Hier auf jeden Fall schon gemerkt, dass das Gripniveau nicht mehr so da ist, wie man sich das gerne wünschen würde. Hier wieder Mager, wir sind auf 75% und wir sehen Vettel direkt in Schlagdistanz jetzt. Ja, also er hat jetzt innerhalb von einer halben Runde gerade mal 1,5 Sekunden aufgeholt und das ist echt krass, muss man sagen. Vettel jetzt hier nochmal mit einer guten Möglichkeit, ist jetzt sogar im DRS-Fenster, hat jetzt hier den Geschwindigkeitsüberschuss und er geht in den Overtake-Modus. Nein, wenn er jetzt hier auf der linken Seite vorbeikommt, das wäre ja so bitter. Wir versuchen den Platz zu verteidigen und wir sehen, wir drücken den Vettel da ziemlich hart raus, aber alles noch im Rahmen des Fairen, des Möglichen. Einfach hart die Position verteidigt, kann man machen in der Formel 1. Ist vielleicht unser Teamkollegen nicht so gern gesehen. Jetzt hat Vettel nochmal einen guten Run hier aus der letzten Kurve raus. Wir sehen, Vettel geht auf die Kampflinie, versucht es auf der rechten Seite, Rad an Rad über die Ziellinie. Hat es jetzt gereicht oder hat es nicht gereicht? Und wir sehen, es hat gereicht. Alter Schwede, was war das für ein krankes Fotofinish? Meine Güte, in der letzten Runde hat der Vettel nochmal richtig krank aufgedreht. Aber ja, echt krass, dass wir wirklich mit diesem ultra frühen Boxenstopp mit den Mediums dann am Ende noch durchgekommen sind. Also damit habe ich ja natürlich irgendwann mal gerechnet, weil sonst hätte ich die Strategie natürlich nicht gemacht. Aber es war natürlich ultra, ultra riskant. Aber unterm Strich auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Ja, ich meine, wir haben nach dem verlorenen Start die Positionen wieder hart zurückgekämpft. Und ich denke, das kann sich sehen lassen. Doppelsieg mit Ferrari hier im ersten Rennen. Ich hoffe, dass euch das heutige Video gefallen haben sollte. Falls es immer sein sollte, dann haut doch gerne einen Daumen nach oben raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.